Hallo ihr Lieben, so, dann wollen wir doch mal mit dem Geburtstagsquiz anfangen. Ich stehe hier in Moorland. Ich bin gespannt auf die Fragen, die Jenna jetzt hier für uns hat. Jeden Tag ein Quizspaziergang. Yay! Hallo Ximena, hast du heute schon im Moorlandsteig-Quizspaziergang teilgenommen? Nein, nicht? Das solltest du auf jeden Fall machen. Das machen wir jedes Jahr, um Star Stables Geburtstag zu feiern. Ja, sprich mit Jenna. Es gibt 5 XP auch für uns. Wenn du alle Fragen richtig beantwortest, erhältst du einen fantastischen Preis. Das willst du bestimmt nicht verpassen. Nee, will ich nicht. Müssen wir nochmal mit dir sprechen? Moment. Okay, bist du bereit? Reite durch das Tor nach draußen, damit du mit der ersten Quizfrage beginnen kannst. Dann musst du einfach nur noch dem markierten Weg folgen, bis du alle Fragen beantwortet hast. Viel Glück! Ja! Dankeschön. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so für Fragen finden und ob wir die beantworten können. Hier vorne ist auch gleich der erste Checkpoint. Wie heißt Moorlands Reitclub? Bobcats, Bulldogs oder Seahawks? Das sind die Bobcats, das wissen wir ja wohl. Weiter geht's. Da hinten knuppeln sich die Leute. Es leckt hier auch gerade ganz fürchterlich. Aber gut, es ist eben Mittwoch. Welche der folgenden Aufgaben können täglich im Moorland erledigt werden? Pferde füttern, neuen Fußboden legen und Auskehren des Stalls. Ich würde mal sagen, Pferde füttern. Und dann wollen wir weiter zum nächsten Checkpoint. Der ist hier. Welche beiden Währungen gibt es in Jorvik? Jorvik Schillinge und Jorvik Joints. Jorvik Joints und Starcoins. Coins, ne? Ja, und Jorvik Schillinge und Starcoins. Ja, Jorvik Schillinge und Starcoins natürlich. Weiter Richtung... Ach, da. Dachte Richtung. Konrad, okay. Was solltest du jeden Tag machen, damit sich dein Pferd wohlfühlt? Es bürsten und mit ihm tanzen und das Balancieren üben, Bürsten, füttern und Wasser geben. Ja, 3. Bürsten, füttern und Wasser geben. Damit haben wir schon mal 4 von 7 Fragen beantwortet und huschen mal hier weiter runter. Was ist keine Pferderasse? Nordschwedisch, Bulldog, Shire. Bulldog, das ist ein Hund. Weiter geht's. Wo ist der nächste Checkpoint? Ah, da vorne. Wie kürzt man Jorvik Schillinge ab? SC, JC oder JS? Jorvik Schillinge, also JS. Das war Frage 6 von 7. Weiter geht's. Ah, da glitzert was. Was ist ein Fesselbehang? Ein Pferd mit speziellen Federn, Haare, welche den unteren Bereich der Beine und die Hufen eines Pferdes bedecken, ein Friseur. Das ist 2. Haare, welches den unteren Bereich der Beine und die Hufe eines Pferdes bedecken. So, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Dann wollen wir mal wieder zurück zu Jenna. Ja. Hallo Jenna. Moorland Quizspaziergang. Du bist schon wieder zurück? Wow, dann lass uns mal sehen, wie viele du richtig beantwortet hast. Ja und nö? Jenna? Ach, da oben ist jetzt ein Ausrufungszeichen. Ach, du Schande. Gut gemacht, Ximena. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Alle Fragen richtig beantwortet. Hier ist dein Preis. Yay, wir haben es richtig gemacht. Und da ist auch der Preis. Schauen wir es uns mal an. Ein Pullover haben wir bekommen. Wow. 5 Jahre Star Stable. Mit, ja, einer goldenen Torte und vorne einem goldenen Emblem auf einem rosafarbenen Pullover. Was ich jetzt aber nicht geguckt habe. Warte mal. Okay, Werte hat es nicht. Es ist einfach der rosa Geburtstagspulli. Habt die Ehre, 5 Jahre Star Stable zu feiern. Verkaufspreis 20 Jorvik Schillinge. Naja gut, verkaufen wollen wir ihn nicht. Ist ja eine tolle Erinnerung. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Von den Moorland-Fragen, die haben wir schon mal geschafft, aber es warten ja auch noch viele andere Fragen auf uns. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, ihr Lieben!
Schaut auf meinem Kanal, wenn ihr die anderen Fragen auch noch beantworten wollt oder auch sehen wollt, wie ich mich dadurch quäle. Bis dahin, tschüss!